Gott, Leute, ist passiert! Der limitierte Test, was? Die neue Ära von Counter-Strike beginnt diesen Sommer. Leute, zum Glück erst im Sommer, oh mein Gott. Mein Setup hier im Haus ist absolut grauselig und ich bin so froh, dass es jetzt noch nicht da ist, sondern erst im Sommer kommt, holy shit. Ja, Counter-Strike 2 wird diesen Sommer als kostenloses Upgrade für CSGO veröffentlicht. So wie ich es euch gesagt habe, neulich. Also schnappt euch die Ausrüstung, bla bla bla. Ihr könnt euch die ganzen Sachen ja im Detail anschauen. Wichtig sind folgende Punkte. Der Rauch ist jetzt dynamisch, meine Damen und Herren. Was dann solche Sachen hier zum Beispiel möglich macht. Oder, das ist geil. Ich werde euch den Link hierzu reinhauen, da könnt ihr euch selbst ein bisschen anschauen, wie der Hase so läuft. Hier nochmal kurz im einzelnen Gameplay verändert sich. Ihr könnt jetzt durch den Rauch durchballern. Man kann den Rauch halt eben einfach als Entität nutzen und zum Beispiel eben auch verschieben durch Nades. Er breitet sich natürlich aus und reagiert auf Licht mega. Jenseits der Tickrate. Hierzu erkläre ich nur einfach ganz geschwind, dass sie die Tickrate mehr oder weniger abgeschafft haben und jetzt alles exakt so ist, wie es eben sein soll. Now the tick rate no longer matters for moving and shooting. So the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak. And the server will calculate your precise actions between ticks. So what you see is what you get. Das ist natürlich ultra geil. Ach übrigens, das hier unten, hier in diesem Bereich, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man jetzt eine Levelanzeige im Spiel, oder zumindest in diesem Testversion war das wohl mit drin. Die Tickrate hat keinen Einfluss mehr auf eure Bewegung. Also zwecks 128 Tick und Pipapo haben sie sich was gedacht. Sauberer, heller, besser, die Maps sehen cooler aus. Wir können hier unten über diese Regler zum Beispiel uns einfach mal lang auf Overpass angucken. So sind wir es gewohnt. Und so sieht das jetzt aus. Köstlich. Toilette, wie sieht die Toilette aus? Oh, das ist mir wichtig, dass die schön aussieht. Bombenort A. Ich bin, wie gesagt, jetzt hier gerade nicht im Büro. Ich habe das mega Glück, dass meine Frau jetzt gerade mit der Kleinen einkaufen gegangen ist und ich mich hier ultra krepelig ins Wohnzimmer hocken kann, weil das scheiß Internet da noch nicht ready ist und das Büro halt noch lange nicht, damit ich das hier geschwind aufnehmen kann. Also verzeiht mir die Kürze, aber die liegt ja meist auch in der Würze, ne? Mittlere Türen, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Die sind jetzt einfach blurry geworden. Okay. Also natürlich nehme ich euch nur auf den Arm. Das wird sicherlich eine mega geile Sache. Was ja auch irgendwie klar ist, ne? Natürlich kommen dann eben auch Source 2 Werkzeuge für Entwickler und Ersteller von Karten und so weiter und so fort. Auch ultra nice. Und logischerweise, auch wie ich es euch gesagt habe, werden die Gegenstände mitgenommen. Das ist ja klar. Und sie profitieren auch noch von den tollen neuen Lichteffekten. Diese hochauflösenden Effekte freuen mich sehr. Denn das Blut war schon immer so ein bisschen krepelig. Wenn wir ehrlich sind, war das Blut in Counter-Strike schon immer ein bisschen, weiß ich nicht. Das hingegen sieht ganz gut aus. Umgebungseffekte, Explosionen, Feuer und so weiter und so fort. Auch absolut insane in the membrane. Guckt euch mal den Molly an, Achtung. Habt ihr das gesehen, wie das da drin schwabbelt? Logischerweise werden auch die Oberflächen verbessert. Das ist klar, dass die Benutzeroberfläche nicht einfach 1:1 übernommen wird. Auch vollkommen verständlich. Und auch am Klang wird wohl oder wurde wohl fett gearbeitet und er wurde überarbeitet. Diese limitierte Testphase ist jetzt eben am Start. Ja, es ist nicht nur das, sondern noch vieles, vieles mehr, was auch eben noch dann hinzukommt, klar. Und ja, irgendwo standen auch die Kriterien, wie man damit reinkommt in die in diese Testgeschichte. Ich meine, ich habe es auf Twitter gelesen. Unter anderem eben, wenn man einen sehr guten Trust-Faktor hat, wenn der Steam-Account halt dementsprechend gut aussieht, wenn man viele Stunden im Spiel selbst verbracht hat, also auf den Servern und so weiter und so fort. Also Gaben, knickknack, hau mich da bitte mal in die limitierte Testphase mit rein. Kuss geht raus!